So, meine Freunde, heute ist Donnerstag, der 25.03.2021. Ich stehe hier am Steherkraftwerk in Lünen. Wie ich es gerade eben gelesen habe, es werden hier am Sonntag, ich denke mal gegen Vormittag, Sprengungen durchgeführt. Das ist hoffentlich noch nicht der Fall. Aber das, was ihr hinter mir seht, dieser Kühlturm, der ist schon sehr gut eingepackt und vorbereitet für eine Sprengung. Ob der jetzt am Sonntag schon dran ist, kann ich euch nicht sagen. Aber es sieht zumindest so aus. So, und dann schwenke ich jetzt mal rüber zum Hauptkraftwerk, da, wo die drei, eigentlich sogar vier Türme sind, aber diese drei Hauptdinger und die Gebäude werden zum Großteil auf jeden Fall am Sonntag gesprengt. Was genau, kann ich euch leider nicht sagen, weil ja, ich das eigentlich durch Zufall mitbekommen habe, dass hier zwar Abrissarbeiten sind, nur mit der Sprengung ist mir aufgefallen, dass, ja, ich glaube, heute oder gestern habe ich das erste Mal hier Straßensperren schon an der Seite stehen sehen, dass das also hier großräumig abgesperrt werden kann, zwecks Schaulustigen und so weiter, was ja eigentlich auch normal ist bei solch einer Sprengung. Ich werde mal schauen, ob ich das auch schaffe, hier hinzukommen. Wäre ja auch mal wieder ganz interessant, nach, weiß ich nicht, 20 Jahren ungefähr oder 18 Jahren, da war der lange Oskar in Hagen dran. Das alte ehemalige Sparkassenhochhaus, da war ich live dabei, nur es war so neblig, da hat man nichts gesehen. Okay, gut, ich will das jetzt auch gar nicht so lang machen. Wie gesagt, Lünen, Steherkraftwerk zwischen Lünen und Waltrop. Sprengung Sonntag am 28.03.2021. Was genau gesprengt wird, wie gesagt, müsst ihr vielleicht mal googeln, werdet ihr mehr finden. Und das ist jetzt so eine kleine Information. Ich drehe mich nochmal Blick Richtung Waltrop, da hinten das Kraftwerk, Kohlekraftwerk. Das ist noch etwas frischer und ein paar Kilometer weiter in Datteln. Das ist ja auch gerade erst seit letztem Jahr in Betrieb und wird 2038 schon wieder eingestellt. Deutschland hat es ja. Deutschland ist ja sowas von satt. Die können sich sowas leisten, für 15, 20 Jahre mal eben so ein Kraftwerk dahin zu stellen. Und dann, weil die Ökogrünen meinen, das stinkt und das qualmt, und wir verrecken alle da dran. Ganz nebenbei, ich habe COPD, also ich weiß, was Lungenkrankheit ist, aber das ist alles ein bisschen krank, was die sich da ausdenken. Okay, ist ein anderes Thema. Ich wünsche euch was. Da hinten noch einmal im hinteren Blickfeld. Einiges davon wird am Sonntag fallen. Ich weiß noch nicht was. So, das war's. Norbert vom Katar, vom Kanal. Da, wo eigentlich immer die Sonne scheint. Ich war neugierig, ich wollte wissen, was im Container ist. Aber was hier da hinten gerade untergeht, das kriegt ihr jetzt nicht mehr mit. Und ich wünsche euch was. Alles Gute, bleibt gesund, munter, habt Spaß am Leben. Lasst mir mal ein Like da, damit es euch besser geht. Und mir auch. Kostet euch nichts, ist gratis, kostenlos, aber nicht umsonst. Denkt dran, nicht umsonst. Hier erfahrt ihr immer wieder mal irgendwas Verrücktes, Dummes, Lustiges oder auch Interessantes. Bis dann. Bye, bye, bye.